Hallo, moin moin, herzlich willkommen zum neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Immer noch in Abschnitt 2, die Jesuiten in Europa während des 16. und 17. Jahrhunderts. Da haben wir noch einen kleinen Teil, in dem wir weiterlesen müssen. Und der geht dann über das Land, aus dem der Autor selbst herkommt, nämlich Frankreich, Kapitel 6. Und dann schließen wir diesen Teil ab. Im Jahre 1551 begann sich der Orden in Frankreich niederzulassen, das heißt 17 Jahre nach seiner Gründung in der Dionysiuskapelle zu Montmartre. Sie erwiesen sich zwar als erfolgreiche Gegner der Reformation, die bis dahin ein Siebentel der französischen Bevölkerung für sich gewonnen hatte, diesen zu sehr dem Heiligen Stuhl ergebenen Soldaten aber misstrauten die Menschen. Deshalb lief ihre Unterwanderung auf französischem Boden zunächst langsam. Da in allen Ländern die allgemeine Meinung nicht zu ihren Gunsten war, schlichen sie sich zuerst unter die Leute bei Hofe, danach über diese in die Oberschicht ein. Ja, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Der Spruch kommt nicht von ungefähr, wahrscheinlich eben genau daher, dass die Jesuiten vom Kopf anfangen zu arbeiten und sich eben nicht hocharbeiten, wie wir normalen Menschen das tun müssen, ne? Großer Unterschied. Doch in Paris blieben das Parlament, die Universität und sogar die Geistlichkeit ablehnend den Jesuiten gegenüber. Das trat deutlich zutage, als sie dort zunächst versuchten, ein Kolleg zu eröffnen. Zitat: Die theologische Fakultät, deren Aufgabe es ist, die Grundlagen der Religion in Frankreich zu schützen, verfügte am 1. Dezember des Jahres 1554, dass diese Gesellschaft hinsichtlich des Glaubens außerordentlich gefährlich zu sein scheint. Sie ein Feind des Kirchenfriedens ist, tödlich für den Mönchsstand und anscheinend eher dazu bestimmt, Verderben zu bringen, dann Erbauung. Ende Zitat. 1554, 14 Jahre nach der Gründung des Ordens. Dennoch wurde den Patres gestattet, sich in Billom, einem Fleck in der Auvergne, niederzulassen. Von dort aus breiteten sie eine große Aktion gegen die Reformation in den Provinzen Südfrankreichs vor. Der berühmte Lainez, der Mann auf dem Trienter Konzil, machte sich mit Polemik einen Namen. Insbesondere auf dem Religionsgespräch zu Poissy, das war ein Meinungsaustausch im Jahre 1561 zwischen katholischen und calvinistischen Theologen in Poissy. 1561 während der Zeit des Vatikanischen Konzils in Trient, ne? In dem unglückseligen Versuch, einen Ausgleich der zwei Lehren herbeizuführen. Dank der Königinmutter, also wir sprechen hier über die Mutter der französischen Könige Franz II., Karl IX. Und Heinrich III., Katharina von Medici, und da haben wir über die Medici-Familie schon einiges kennengelernt in Herrscher des Bösen, ja, eröffnete der Orden seine erste Pariser Niederlassung, das Kolleg Clermont, das in Konkurrenz zur Universität stand. Die Opposition von der hiesigen Universität, die Geistlichkeit und das Parlament wurden von der Kompanie, die versprach, dem gemeinen Recht zu entsprechen, mehr oder weniger mit Zugeständnissen beschwichtigt. Doch hatte die Universität bis dato lange und hart dagegen gekämpft, dass, laut Stefan Pesquet, Männer eingeführt würden, die auf Kosten Frankreichs bestochen wurden, um sich gegen den König zu rüsten, und seine Worte erwiesen sich bald darauf als richtig. Die Frage, ob die Jesuiten der Bartholomäusnacht in 1572 zustimmten, erübrigt sich. Nun, wer nicht weiß, was die Bartholomäusnacht ist, dem errate ich dringend mal eine kleine Geschichtsstunde dazu. Es geht hier in der Nacht um die Nacht vom 24. August 1572, in der auf Befehl von Katharina von Medici, die ihr eben gerade ernannt hatte, die Mutter der drei französischen Könige, aufgrund ihres Befehls wurden tausende Hugenotten ermordet. In der Nacht selber und im kommenden Monat starben in total 100.000 Hugenotten, Protestanten, bibelgläubige und bibeltreue Christen. Und das wird umschrieben als die Bartholomäusnacht. Man hat die Leute da in eine Falle gelockt, hat die Protestanten mit eingeladen, um an der Hochzeit des Königs mit teilzunehmen. Und als in der Mitternacht die Glocken anfingen zu läuten, war das für die Jesuiten und ihre Schergen
ein Zeichen, rauszustürmen, auf die Straßen zu gehen und die Straßen blutig zu machen. Und das hatten sie gemacht, mit dem Blut der Hugenotten. Also die Frage, ob die Jesuiten der Bartholomäusnacht zustimmten, erübrigt sich. Hatten sie sie vorbereitet? Wer weiß, sagt der Autor. Ja, man kann da wohl von ausgehen. Die in ihren Vorgehensweisen feinsinnige und geschmeidige Politik der Kompanie hat sehr klare Ziele. Es ist die Politik des Papstes, die Ketzerei vernichten. Alles muss diesem höheren Ziel untergeordnet werden. Katharina von Medici arbeitete auf dieses Ziel hin und die Kompanie konnte auf die Guises zählen. Diese höhere Absicht aber, der das Blutbad in der Nacht des 24. August 1572 einen derartigen Dienst erwies, provozierte einen schrecklichen Ausbruch gegenseitigen Hasses. 3 Jahre später war es nach der Ermordung des König von Paris genannten Herzog von Guise, das ist Heinrich I. von Lothringen, Sache der Liga und erging der Appell an seine christlichste Majestät, gegen die Protestanten zu kämpfen. Nun, was ist die Liga? Die Liga ist eine von Katholiken, die sich in 1576 zusammenschlossen zu einer heiligen Liga-Gesellschaft. Gegen die Hugenotten haben sie sich zusammengeschlossen, woraus in Paris die Liga der 16 hervorging. Ja? Und die hat sich zusammen verbunden, oder hier war das jetzt eine Sache der Liga, um eben gegen die Protestanten zu kämpfen, aufgrund des Befehls von dem König von Frankreich. Der kluge Heinrich III. Tat sein Bestes, um einen Religionskrieg zu vermeiden. In Einigkeit mit Heinrich von Navarra versammelte man die Protestanten und die meisten der Paris gegenüber gemäßigten Katholiken, die Liga und die besagten von Spanien unterstützten fanatischen, romtreuen Katholiken. Die in Paris mächtigen Jesuiten protestierten, dass der König von Frankreich der Ketzerei gegenüber kapituliert hätte. Der leitende Ausschuss der Liga beriet im Hause der Jesuiten auf der Antionstraße. Hielt Spanien Paris zu jener Zeit? Kaum. Die Liga? Die Liga war lediglich ein Instrument in geschickten Händen. Besagte Societas Jesu, die seit 30 Jahren und auch jetzt und weiterhin im Namen Roms kämpfte, sie war heimlicher Herr über Paris. Also wurde Heinrich III. Opfer eines Attentats. Da der Thronerbe ein Protestant war, schien es ein Mord aus anderen als politischen Gründen gewesen zu sein, doch es ist nicht möglich, dass jene, die ihn planten und den Jakobiner Clément dazu brachten, diesen auszuführen, gleichzeitig auf einen Aufstand des katholischen Frankreichs gegen den hugenottischen Thronerben hofften. Also den Satz muss ich, glaube ich, nochmal lesen. Da der Thronerbe ein Protestant war, dann bringt es ja nicht viel, den König umzubringen, wenn der Thronerbe genauso in derselben Richtung der Politik weitermacht. Schien es ein Mord aus anderen als aus politischen Gründen gewesen zu sein, doch ist es nicht möglich, das wird hier die Frage gestellt, dass jene, die ihn planten und den Jakobiner Clément dazu brachten, diesen auszuführen, gleichzeitig auf einen Aufstand des katholischen Frankreichs gegen den hugenottischen Thronerben hofften. Tatsache ist, dass Clément kurz darauf von dem Jesuiten Camelet als Engel bezeichnet wurde und Guignard, ein weiterer Jesuit, der schließlich gehängt wurde, seinen Schülern zum Zwecke ihrer Meinungsformung tyrannenmörderische Texte als Gegenstand ihrer Lateinübungen gab. Diese Schulübungen beinhalteten unter anderem: Zitat: Inspiriert vom Heiligen Geist hat Jakob Clément hiermit eine verdienstvolle Tat vollbracht. Können wir gegen den König Krieg führen, so lasset uns dies tun. Können wir nicht gegen ihn Krieg führen, so lasset uns ihn töten. Und wir haben zur Bluthochzeit, das ist die Bartholomäusnacht, ich sagte ja, das ist während einer Hochzeit passiert, einen großen Fehler gemacht. Wir hätten die königliche Ader bluten lassen sollen. Ende Zitat. Im Jahre 1592 beichtete ein gewisser Barrière, der versucht hatte, auf Heinrich IV. Ein Attentat auszuüben, dass Pater Varade,
Rektor der Jesuiten in Paris ihn dazu gebracht hätte, dies zu tun. Ein weiterer Versuch wurde im Jahr 1594 von Johann Châtel unternommen, einem ehemaligen Schüler der Jesuiten, welche zuvor seine Beichte darüber hörten. Bei jener Gelegenheit wurden die bereits erwähnten Schulübungen im Hause Pater Guignards beschlagnahmt. Zitat: Der Pater wurde in Grève gehängt, während der König ein Edikt des Parlaments bestätigte, dass die Söhne Loyolas als Verführer der Jugend, Landfriedensbrecher sowie Feinde des französischen Staates und seiner Krone des Königreiches verwies. Eine vollständige Umsetzung hat das Edikt nicht erfahren und im Jahre 1603 wurde es gegen den Rat des Parlaments vom König revoziert, also aufgehoben. Acquaviva, der Jesuitengeneral, war stets clever bei seinen Manövern und ließ König Heinrich IV. In dem Glauben, dass der in Frankreich wieder eingeführte Orden nationalen Interessen loyal dienen würde. Das denken die Leute heutzutage ja auch, dass die Jesuiten dem Land treu dienen würden. Deswegen sind die ganzen Politiker ja Jesuiten kontrolliert und Jesuiten ausgebildet. Aber sie schwören ihre erste Allianz Rom, dem Antichristen, und nicht dem Land, in dem sie dienen. Aber Acquaviva hat es hier geschafft, den König zu überzeugen, dass der in Frankreich wieder eingeführte Orden nationalen Interessen loyal dienen würde und nicht den Interessen Roms. Ich hatte doch schon vorgelesen an einer anderen Stelle, meine ich, wie ihr euch sicher erinnert, war das in Kapitel 4, dass der polnische Außenminister von der Zeit von 32 bis 39 nach dem Zweiten Weltkrieg ja gesagt hätte, dass die außenpolitische Politik Polens den Interessen des Vatikans diente und nicht den Interessen seines eigenen Landes. Da bin ich ja deutlich genug drüber gewesen, als ich das vorgelesen hatte. Und hier wird dem französischen König Heinrich IV. Von dem General der Jesuiten Claudius Acquaviva genau dasselbe weisgemacht. Und natürlich glaubt er das. Was sagt der Autor dazu? Wie konnte er, scharfsinnig wie er war, der König, glauben, dass diese fanatischen, romtreuen Katholiken tatsächlich das Edikt von Nantes aus 1498, das die Rechte der Protestanten in Frankreich festlegte, akzeptieren und, schlimmer noch, sie seine Pläne gegen Spanien und den Kaiser unterstützen würden? Wie konnte er so naiv sein? Tatsache ist, Heinrich IV. Wählte Pater Coton, eines der herausragendsten Mitglieder der Kompanie, als seinen Beichtvater und Hauslehrer für den Thronfolger. Am 16. Mai des Jahres 1610, am Vorabend seines Feldzugs gegen Österreich, wurde er von Ravaillac, das ist ein Winkeladvokat, der lebte zwischen 1578 und 1610, der beichtete, von den Schriften des Patres Mariana von Suarez inspiriert worden zu sein, ermordet. Diese zwei sanktionierten den Mord an ketzerischen Tyrannen oder jenen sich unzureichend den Interessen des Papsttums widmenden. Da muss ich mal eben kurz zufügen, nur eine ganz kleine Fußnote von mir mal eben. Ja. Diese zwei sanktionierten den Mord an ketzerischen Tyrannen, INRI, wie wir schon öfter mal gehört hatten, das aus dem Jesuiteneid kommt, dass es eben rechtens ist, um ketzerische Könige, Tyrannen, zu ermorden aus dem Eid der Jesuiten. Der Herzog von Epernon, der während der Attentäter lauerte, den König dazu brachte, einen Brief zu lesen, war ein bekannter Freund der Jesuiten und Michelet. Und Michelet hat nachgewiesen, dass Letztere von dem Versuch wussten. Zitat: Wirklich ergab es sich, dass Ravaillac vor nicht langer Zeit dem Jesuitenpater D'Aubigny die Beichte abgelegt hatte, und als die Richter den Priester verhörten, antwortete dieser bloß: Gott habe ihm die Gabe verliehen, Bekenntnisse im Beichtstuhl sogleich wieder zu vergessen. Ende Zitat aus dem Buch von René Philipp Müller.
Das Parlament, überzeugt, dass Ravillac lediglich Werkzeug der Kompanie gewesen sei, gab dem Scharfrichter Befehl, Marianas Buch zu verbrennen. Ja, da geht es um das Buch von Juan de Mariana, De Rege et Regis Institutione, das heißt über den König und dessen Erziehung von 1959 hier. Zum Glück gab es noch Aquaviva. Einmal mehr plante dieser große General gut. Er verurteilte auf Schärfste die Rechtmäßigkeit von Tyrannenmord. Die Kompanie hatte stets Autoren, die heimlich, still und leise die Doktrin in ihrer ganzen Rechtschaffenheit darlegten. Sie besaß auch große Politiker, die ihr, falls nötig, die richtige Fassade geben würden. Dank Pater Coton, der die Situation in die Hand nahm, kam die Gesellschaft Jesu unbeschadet aus dem Sturm. Ihr Vermögen, die Zahl ihrer Niederlassungen und Anhänger wuchs rasch. Als aber Ludwig XIII., der französische König zwischen 1601 und 1643, den Thron bestieg und Richelieu die Sache des Staates in die Hand nahm, kam es zur Kollision der Interessen. Richelieu kennt ihr ja vor allen Dingen wahrscheinlich von den drei Musketieren, ne? Diese ganz tollen Filme, mit denen man so Gehirn gewaschen wird und das alles so ganz toll findet, weil man die religiösen Hintergründe nicht kennt. Richelieu, ein römisch-katholischer Kardinal. Dieser Kardinal würde niemanden gegen seine Politik vorgehen lassen. Der Jesuit Clausinus, Beichtvater des Königs, durfte das, als er in Rennes als Staatsverbrecher eingekerkert wurde, herausfinden. Dieser Akt brachte beste Ergebnisse. Um in Frankreich zu bleiben, ging der Orden sogar so weit, dass er mit dem gefürchteten Minister zusammenarbeitete. H. Böhmer schrieb darüber das folgende, Zitat: Die Rücksichtslosigkeit, mit der die französische Regierung seit den Tagen Philipps des Schönen bei jedem Konflikte zwischen nationalen und kirchlichen Interessen die Kirche behandelt hat, hat auch in diesem Falle sich als beste Politik erwiesen. Ende Zitat. So, im nächsten Paragraphen lesen wir von dem sogenannten Laxismus. Da muss ich erstmal erklären, was das ist. Laxismus ist ein von der Kirche verurteilter, in der katholischen Moraltheologie zu findende Grundsatz, dass ein zweifelhaftes Moralgesetz nicht verpflichten sollte. Man kann es auch anders formulieren. Der Zweck heiligt die Mittel. Es spielt keine Rolle, solange die Kirche am Ende der Gewinner dieser Sache ist. Worum geht jetzt der Laxismus in diesem Fall? Wir sprechen über den Amtsantritt König Ludwigs XIV., des sogenannten Sonnenkönigs. Ja? Und dieser Amtsantritt markierte den Beginn der erfolgreichsten Zeit für den Orden der Jesuiten in Frankreich. Vielleicht heißt er deswegen ja auch der Sonnenkönig? Nun, um auf Sünder attraktiv zu wirken, die nicht sehr darauf bedacht waren, Buße abzulegen, wurde weiterhin der Laxismus der jesuitischen Beichtväter besagt, clevere Nachsicht angewendet unter dem einfachen Volk, wie bei Hofe, insbesondere beim König, der mehr Frauenheld war als fromm. Seine Majestät hatte nicht die Absicht, auf seine Liebesabenteuer zu verzichten, und sein Beichtvater, wovon wir von früheren Lesungen wissen, das war Père de la Chaise, mied das Thema sorgsam, trotz des offensichtlichen Ehebruchs. Und so war in Bälde die ganze königliche Familie mit ausschließlich jesuitischen Beichtvätern ausgerüstet, und deren Einfluss unter der vornehmen Gesellschaft wuchs mehr und mehr. Die Pariser Priester attackierten in ihren Schriften die lockere Moral der berühmten Kasuisten der Kompanie, doch vergebens. Während des großen theologischen Streits jener Zeit griff zugunsten der Jansenisten Pascal, das ist Blaise Pascal, Mathematiker und Physiker, der zwischen 1623 und 1662 lebte, höchst selber ein, aber vergeblich. Er gab in seinen Briefen in die Provinz allen deren allzu weltliche Opponenten, die Jesuiten, der ewigen Lächerlichkeit preis. Trotzdessen garantierte die sichere Stellung, die sie bei Hofe hielten, letzteren, also den Jesuiten, den Sieg, und jene von Port-Royal unterlagen, also die Jansenisten. Der Orden sollte einen weiteren großen Sieg für Rom erringen, dessen Konsequenzen gegen nationale Interessen standen. Natürlich,
Wenn Rom einen Sieg erringt, geht es immer gegen die nationalen Interessen. Das ist ja eben gerade der ganze Punkt der Politik der Jesuiten. Sie verfolgen die Ziele Roms und nicht die Ziele des Landes, in dem sie, zwischen Anführungszeichen, dienen. Der Orden sollte einen weiteren großen Sieg für Rom erringen, dessen Konsequenzen gegen nationale Interessen standen. Es versteht sich von selbst, dass sie nur widerwillig den durch das Edikt von Nantes garantierten Religionsfrieden akzeptierten, während sie gegen die französischen Protestanten einen verborgenen Krieg weiterführten. Da Ludwig XIV. Älter wurde, wandte er sich unter dem Einfluss von Markgräfin Maintenon und seinem Beichtvater Pater Lachaise mehr und mehr der Bigotterie, also Frömmelei. Im Jahre 1681 überredeten sie ihn, die Verfolgung der Protestanten wieder aufzunehmen. Also 1681 überredeten die Jesuiten, vor allen Dingen der Beichtvater de la Chaise, den König Louis XIV., den Sonnenkönig, die Verfolgung der Protestanten wieder aufzunehmen, obwohl es das Edikt von Nantes von 1498 gab, das den Hugenotten, das den Protestanten zu der Zeit eben Sicherheit und Religionsfreiheit zusicherte. Ja? In dem Video Die Lehre, Rechtfertigung durch Werke aus der Serie von Babylon nach Rom, könnt ihr lernen, wie de la Chaise das genau tat. Da habe ich das ganz genau drin beschrieben. Ihr könnt das lernen oder auch auf der Seite 136 bis 137 in dem Buch, also von Babylon nach Rom, nachlesen. Jedoch geht mein Kommentar in dem Video deutlich weiter als der Autor. Also schaut euch das an. In dem Video Die Lehre, Rechtfertigung durch Werke aus der Spielliste von Babylon nach Rom. Da bin ich ausführlich drüber eingegangen, wie de la Chaise genau auf den König Einfluss genommen hat, um die Verfolgung der Protestanten wieder aufzunehmen. Und da ich mich ungerne mit solchen Dingen wiederhole, rate ich euch an, euch das selbst anzuschauen, wenn ihr das möchtet. Und ich werde den Link zu dem Video in der Beschreibungsbox des Videos hier reintun. Und ansonsten könnt ihr euch das selbst raussuchen, falls ich das vergessen sollte. Jene seiner Untertanen, die es ablehnten, die katholische Religion zu übernehmen, zu Vogelfreien machend, unterzeichnete er schließlich am 17. Oktober des Jahres 1685 die Aufhebung des Edikts von Nantes. Kurz darauf begannen, um die Bekehrungen zu beschleunigen, jene berühmten Dragonaden, jene unheilverkündende Bezeichnung, Entschuldigung, jene unheilverkündende Bezeichnung wurde Teil aller nachfolgenden Versuche, mit Feuer und Ketten zu missionieren. In einem späteren Teil nannte man so etwas Convert or Die, konvertiere oder stirb, die Kugel oder die Kommunion. Dieselbe Wahl, vor die ein paar Jahrhunderte später die Leute in Kroatien während des Zweiten Weltkrieges gestellt wurden. Während die Fanatiker jubelten, flohen die Protestanten aus dem Königreich massenweise. Laut Marschall Vauban verlor Frankreich auf diese Weise 400.000 Einwohner und 60 Millionen französische Franken. Manufakturisten und Fabrikanten, Kaufleute, Schiffseigner, geschickte Handwerker gingen in andere Länder und ließen diese von ihren Fähigkeiten profitieren. Zitat: Der 17. Oktober des Jahres 1685, also das ist der Tag der Aufhebung des Edikts von Nantes, war daher für ihn ein Tag des Sieges, der endliche Lohn für mehr als 125 Jahre unverdrossen geleistete heiße Kampfesarbeit. Aber wo er siegte, hatte meist der Staat die Kriegskosten zu zahlen und diese waren niemals gering. So, wo wer siegte? De la Chaise. Wo die Jesuiten siegten, da geht es drum. Entvölkerung, Verminderung des Nationalwohlstandes, das waren fast die stets empfindlichen äußeren Folgen seines Triumphes. Dazu eine geistige Verarmung, welche auch die beste Jesuitenschule nicht wiedergutmachen konnte. Das hat Frankreich damals erfahren und später reichlich dem Orden vergolden. Vergolten, denke ich, soll das heißen.
Während des drauf folgenden Jahrhunderts erlebten die Söhne Loyolas, wie nicht nur Frankreich, sondern alle europäischen Länder sie aus ihrer Mitte verstießen. Doch, wie bisher, nur für eine Zeit lang. Diese fanatischen Janitscharen waren noch nicht am Ende damit, in der Verfolgung ihres unerreichbaren Traumes Verderben anzuhäufen. Und damit gehen wir in den nächsten Teil, Abschnitt 3, wenden uns den jesuitischen Auslandsmissionen zu und hier im ersten Teil gehen wir nach Indien, Japan und China, um zu sehen, wie sie hier Unglück anrichteten im Laufe ihrer Geschichte. Die Bekehrung von Heiden war für den Begründer der Gesellschaft Jesu stets das vordergründige Ziel. Wenngleich die Notwendigkeit, den Protestantismus in Europa zu bekämpfen, seine Jünger mehr und mehr in Anspruch nahm und besagte politische wie religiöse Tätigkeit, von der wir eine kurze Zusammenfassung gegeben haben, ihnen zur Hauptaufgabe wurde, die Missionierung ferner Länder verfolgten sie dennoch. Ihr theokratisches Leitbild, die Welt unter die Autorität des Heiligen Stuhls zu bringen, verlangte, dass sie zur Eroberung der Seelen in alle Gegenden der Erde gehen würden. Wie lautet die Maxime der Jesuiten? Die Kirche, um die Welt zu regieren, der Papst, der die Kirche regiert, und die Jesuiten, die den Papst regieren. Das ist ihr theokratisches Leitbild, um es mal ganz deutlich und unverblümt zu sagen. Franz Xaver, einer der ersten Mitbestreiter des Ignatius, der, wie jener von der Kirche heilig gesprochen wurde, war der große Begründer der Asienmission. Und dieser Franz Xavier ist auch der Namensgeber von Papst Franziskus. Das wird er natürlich offiziell niemals zugeben, aber da bin ich von im Herzen überzeugt. Im Jahre 1542, also gerade nach der Gründung der Jesuiten 1540 und nachdem die Unterhandlungen mit Papst Paul III. Ergeben hatten, dass die Jesuiten die Inquisition übernehmen konnten, im Jahre 1542 ging er, Franz Xavier, in Goa von Bord und fand daselbst einen Bischof, eine Kathedrale und ein Kloster der Franziskaner, die bis dahin bereits gemeinsam mit einigen portugiesischen Priestern versucht hatten, um sich herum den Glauben Christi zu verbreiten. Xavier verlieh jenem ersten Versuch einen derartig starken Auftrieb, dass er den Beinamen Apostel Indiens erhielt. Eigentlich war er mehr ein Wegbereiter und Impulsgeber, denn einer, der wirklich etwas Dauerhaftes geschaffen hätte. Leidenschaftlich, begeistert, stets auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern, wies er mehr den Weg, als dass er den Boden bereitete. Im Königreich Travancore in Malakka, das ist heute Melaka, auf den Inseln Banda, Makassar und Ceylon, also Sri Lanka, wie wir das heute kennen, vollbrachten sein persönlicher Charme und seine wortgewandten Reden Wunder und wurden als Ergebnis 70.000 Götzendiener, vor allem unter der niederen Kaste, bekehrt. Um dies zu erreichen, verschmähte er nicht die politische und sogar militärische Unterstützung der Portugiesen. Convert or die, konvertiere oder stirb. Diese mehr protzigen, denn soliden Ergebnisse mussten einfach in Europa das Interesse für die Missionen wecken, verliehen sie doch der Gesellschaft Jesu in jener Zeit einen prächtigen Glanz. Der unermüdliche, aber wenig ausdauernde Apostel brach bald von Indien nach Japan auf, dann nach China, in das er gerade hinein wollte, als er im Jahre 1552 in Canton starb. Sein Nachfolger in Indien, Roberto de Nobili, wandte in jenem Land dieselben Methoden an, die die Jesuiten sehr erfolgreich in Europa gebrauchten. Er sprach die Oberschicht an. Den Unberührbaren, also den kastenlosen Indern, gab er die Hostie nur am Ende eines Stabes. Ja, nicht anfassen. Er übernahm Kleidung, Lebensgewohnheiten und Lebensstil der Brahmanen, das sind Angehörige der Priesterkaste in Indien, und vermischte deren Riten mit christlichen, alles mit der Zustimmung Papst Gregors des 15. So, was haben wir gerade gelesen? Er übernahm Kleidung, Lebensgewohnheiten und Stil der Brahmanen
und vermischte deren Riten mit, zwischen Anführungszeichen, christlichen, alles mit der Zustimmung des Papstes Gregors des 15. Wir sehen hier eine Wiederholung dessen, was das sogenannte heidnische, cäsarische, römische Reich bereits im 4. Jahrhundert mit dem wirklichen Christentum damals getan hat. Es hat seine heidnischen Riten und Traditionen vermischt mit dem Christentum und somit das Christentum im Grunde verändert in das, was es heute ist. Also der römische Katholizismus, der offiziell in der Welt so gesagt als Christentum angesehen wird. Wirkliches Christentum sind bibelgläubige, Jesus folgende Christen und keine Katholiken. Aber man sieht hier eine Wiederholung. Ja, es ist wahr. Geschichte wiederholt sich. Und das ist hier genau der Fall in Indien. Er vermischte die Riten mit christlichen und das mit der Zustimmung des Papstes. Dank dieser Zweigleisigkeit bekehrte er, wie er behauptete, 250.000 Inder. Etwa ein Jahrhundert nach seinem Tode aber, als der unnachgiebige Papst Benedikt XIV. Die Einhaltung dieser indischen Riten untersagte, brach alles zusammen und die 250.000 Pseudokatholiken verschwanden. In den nordindischen Territorien des Großmoguls Akbar, eines toleranten Mannes, der sogar versuchte, in seinen Staat einen religiösen Synkretismus, also einen Mix mehrerer Religionen und Auffassungen einzuführen, wurde den Jesuiten gestattet, im Jahr 1575 in Lahore eine Niederlassung zu errichten. Akbars Nachfolger erwiesen ihnen dies dasselbe Wohlwollen. Doch Aurangzeb, der lebte zwischen 1666 und 1707, der Großmogul von Indien, zwischen 1618 und 1707 ein strenggläubiger Moslem, machte diesem Unternehmen ein Ende. Im Jahre 1549 schiffte sich Xavier mit zwei Gefährten und einem Japaner namens Yagiro, den er in Malakka, also nicht Malaga in Spanien, sondern in Malakka in Indien, bekehrt hatte, in Japan ein. Die Anfänge waren nicht gerade vielversprechend. Zitat: Die Japaner haben ihre eigene sittliche Gesinnung und sind eher reserviert. Ihre Vergangenheit ließ sie in Heidentum erstarren. Die Erwachsenen betrachten jene Fremden mit Erheiterung und spottend folgen ihnen die Kinder. Ende Zitat aus Le Caprio. Yagiro, dem Einheimischen, gelang es, eine kleine Gemeinschaft von 100 Anhängern ins Leben zu rufen. Franz Xavier aber, der nicht besonders gut Japanisch sprach, konnte nicht mal eine Audienz beim Mikado, also dem japanischen Kaiser, erreichen. Als er jenes Land verließ, blieben zwei Patres zurück, die eines Tages die Bekehrung des Daimios, also des Lehnsfürsten von Arima und Bungo, sicherstellten. Als sich letzterer im Jahre 1578 derart entschied, hatte er 27 Jahre über diese Frage nachgesonnen. Jetzt wird's interessant. Das Jahr darauf ließen sich die Jesuiten in Nagasaki nieder. Sie gaben vor, 100.000 Japaner bekehrt zu haben. Im Jahre 1587 änderte sich der innere Zustand des von Stammeskriegen zerrissenen Landes völlig. Diese Anarchie und ihre nahen Beziehungen zu den portugiesischen Händlern waren den Jesuiten sehr zustatten gekommen. Inzwischen hatte Hideyoshi, ein Mann niedriger Abstammung, die Macht an sich gerissen und den Titel Taiko-sama angenommen. Er misstraute dem politischen Einfluss der Jesuiten, ihrem Verhältnis zu den Portugiesen und ihren Beziehungen zu den großen und unbändigen Vasallen, den Samurai, die japanische Ritter sind. Als Konsequenz wurde die junge japanische Kirche heftig verfolgt. 6 Franziskaner und 3 Jesuiten wurden gekreuzigt. Ein Großteil der Bekehrten wurde umgebracht und der Orden wurde geächtet. Trotz des Erlasses blieb den Jesuiten noch einiger Handlungsspielraum. Sie setzten ihr Apostolat im Geheimen fort.
Im Jahre 1614 aber wurde der erste Shogun, Tokugawa Ieyasu, ob ihrer geheimen Betätigungen besorgt und die Verfolgung begann erneut. Überdies hatten in den Handelskontoren nunmehr die Holländer den Platz der Portugiesen eingenommen und wurden von der Regierung aufmerksam beobachtet. Ein tiefes Misstrauen gegen alle Ausländer, Geistliche oder Laienbrüder, bestimmte von da an das Verhalten der Führung, und ein Aufstand der Nagasakier Christen wurde im Jahre 1638 blutig niedergeschlagen. Für die Jesuiten war das japanische Abenteuer zu Ende und sollte dies lange Zeit bleiben. Und warum war das jetzt wichtig? Weil ich gerade eben gelesen habe, ein tiefes Misstrauen gegen alle Ausländer, Geistliche und Laienbrüder, also Ordensbrüder ohne geistliche Weihen, bestimmte von da an das Verhalten der Führung, und ein Aufstand der Nagasakier Christen wurde im Jahre 1638 blutig niedergeschlagen. Für die Jesuiten war das japanische Abenteuer zu Ende und sollte dies lange Zeit bleiben. Also aufgrund eines Aufstands in Nagasaki. Woher kennen wir denn Nagasaki? Ist da nicht die zweite Atombombe nach dem Zweiten Weltkrieg runtergegangen? Rache. Jesuiten vergeben oder vergessen niemals. Und deswegen haben sie Nagasaki gewählt. Es gab einen anderen Grund, weshalb sie Hiroshima gewählt hatten. Da kommen wir wohl ein anderes Mal zu. Aber hier habt ihr eine Erklärung dazu, warum ausgerechnet über der Stadt Nagasaki, die zweite Atombombe in der Geschichte der Menschheit, über wehrlosen Menschen gezündet wurde. In der bemerkenswerten Schrift Lord Bertrand Russells, ja, ein Logiker, britischer Logiker, Philosoph und Schriftsteller, der lebte zwischen 1872 und 1970, und von dem gibt es einige interessante Zitate, die man auch mal im Grunde bringen könnte, dass ihr den Lord Bertrand Russell ein bisschen besser kennenlernt. Ja, da gebe ich euch zum Beispiel gerne mal das eine Zitat hier. Das ist jetzt im Englischen, ich habe auch keine Lust, das jetzt direkt zu übersetzen, aber das heißt: Gradually, by selective breeding, the congenital differences between rulers and ruled will increase until they become almost different species. A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of eating mutton. Ja, das kommt aus seinem Buch The Impact of Science on Society, also der Einfluss der Wissenschaft auf die Gesellschaft. Und heißt im Grunde übersetzt, dass Schritt bei Schritt bei auserwählter Zucht werden die Unterschiede zwischen den Herrschern und den Beherrschten so weit auseinandergehen, dass sie beinahe verschiedene Spezies, verschiedene Sorten, verschiedene Rassen werden. Die Herrscher auf der einen, die Beherrschten auf der anderen Seite. Und dass eine Revolte des Pöbels eben undenkbar erscheinen würde als eine Revolte der Schäfe, der Schafe, Entschuldigung, der Schafe gegen die Tradition, um Schafsfleisch zu essen. Genauso undenkbar wäre das. So werden die Menschen herangezüchtet, herausgezüchtet. Das ist eine der Sachen, die Bertrand Russell geschrieben hat. Und es gibt dann noch ein paar andere interessante Dinge. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich finde es interessant, dass hier natürlich jetzt Edmond Paris den Lord Bertrand Russell erwähnt, aus der bemerkenswerten Schrift Religion und Wissenschaft, die ich ja gerade erzählt hatte. Und er schreibt also hier in der bemerkenswerten Schrift Lord Bertrand Russells Religion und Wissenschaft finden wir über Franz Xavier, den Wundertäter, folgende pikante Passage. Zitat:
Er und seine Mitstreiter haben viele lange Briefe geschrieben, die aufbewahrt wurden. In diesen erstatteten sie Bericht über ihre Betätigung. Doch keiner derer im Laufe seines Lebens geschriebenen enthält irgendeine Erwähnung von Wunderkräften. Josef Acosta, spanischer Historiker und Naturforscher, der Jesuit, den die Tiere Perus vor so viele Fragen stellten, bestritt ausdrücklich, dass diesen Missionaren bei ihren Anstrengungen, die Heiden zu bekehren, durch Wunder geholfen worden wäre. Bald nach Xaviers Tod aber begannen zahlreiche Wundergeschichten die Runde zu machen. Man sagte, dass er die Gabe der Zungenrede gehabt hätte. Aha. Obwohl seine Briefe voll von Andeutungen über die Schwierigkeiten waren, die er beim Erlernen der japanischen Sprache oder beim Auftreiben guter Dolmetscher hatte. Geschichten wurden erzählt, wie er, als seine Freunde auf See Durst bekamen, Salzwasser in Frisches verwandelt hätte. Als er sein Kruzifix ins Meer fallen ließ, hätte es ihm ein Krebs wieder zurückgebracht. Einer späteren Version zufolge hätte er das Kruzifix damals ins Meer geworfen, um einen Sturm zu stillen. Als er im Jahre 1622 heilig gesprochen wurde, wurde zur Zufriedenheit der vatikanischen Behörden nachgewiesen, dass durch ihn Wunder vollbracht worden seien, da ohne diese niemand ein Heiliger werden kann. Der Papst gab für die Gabe der Zungenrede seine behördliche Garantie und war besonders beeindruckt von der Tatsache, dass Xavier die Lampen mit heiligem Wasser anstelle von Öl brennen gemacht habe. Eben dieser Papst Urban VIII. Lehnte es ab, Galileos Aussagen zu glauben. Die Legende wurde immer besser. Eine im Jahre 1682 herausgegebene Biografie von Pater Bonnur berichtet uns, dass durch den Heilige im Verlauf seines Lebens 14 Menschen wieder zum Leben erweckt worden wären. Katholische Autoren schreiben ihm immer noch die Gabe der Wunder zu. Pater Coleridge von der Gesellschaft Jesu formulierte in einer 1872 erschienenen Biografie neu, dass er die Sprachengabe gehabt hätte. Ende Zitat. Ne? Von Lord Bertrand Russell. Science et Religion. Also Science and Religion, Religion und Wissenschaft. Erschienen in Deutschland anscheinend im Muttke Verlag 1991. Da kann man das nachlesen. Und über die Zungen reden, da wissen wir, dass das normalerweise eben nicht über fremde Sprachen geht, sondern dass es hauptsächlich darum geht, dieses Gebrabbel zu machen, was aus der charismatischen Bewegung fortgekommen ist, wie wir im Buch hier vor Alle Wege führen nach Rom bereits ja gelernt haben. Nun den eben erwähnten Heldentaten nach zu urteilen, hat sich Franz Xavier seinen Heiligenschein zurechtverdient. In China hatten die Söhne Loyolas eine lange und gute Zeit mit nur wenigen dazwischenliegenden Ausweisungen. Sie erreichten dies unter der Bedingung, sie würden dort hauptsächlich als Wissenschaftler arbeiten und sich in die Jahrtausende alten Riten dieser alten Zivilisationen einfügen. Meteorologie war Hauptfach. Franz Xavier hat bereits herausgefunden, dass die Japaner nicht wussten, dass die Erde rund war, und sehr an dem, was er sie über jenes und andere Themen lehrte, interessiert waren. Franz Xavier hatte bereits herausgefunden, dass die Japaner nicht wussten, dass die Erde rund war. Nun, ich gehe normalerweise nicht auf Diskussionen runde Erde oder flache Erde ein. Ja? Außerdem ist eine runde Erde, ja, will ja nicht sagen, dass es ein Ball ist. Ne? Eine flache Erde kann ja auch rund sein. Muss ja nicht eckig sein. Aber dass hier steht, dass die Japaner nicht wussten, dass die Erde rund war und sehr an dem, was sie über jenes und andere Themen lehrte, interessiert waren, finde ich nun mal sehr typisch. Die Japaner hatten also die Vorstellung, genau wie bibeltreue Christen zu der Zeit, dass die Erde eben flach ist. Das war das Verständnis der gesamten Menschheit bis zur Zeit von Galileo. Und der hat sich dann halt als Märtyrer hingestellt. Und deswegen ist heute, dass die Erde rund ist, eine anerkannte Wissenschaft. Oder dass sie ein Ball ist, eine sogenannte anerkannte Wissenschaft. Wie gesagt, ich äußere mich weiterhin nicht persönlich dazu, ob die Erde flach ist oder ob die Erde ein Ball ist.
Aber ich finde diese Aussage hier in diesem Buch einfach fantastisch in der Hinsicht. Und wir müssen ja berücksichtigen, dass wir normalerweise wissen, dass die Lehre der Jesuiten 180 Grad umgedreht das ist von dem, was in der Bibel steht. Und wenn hier steht, dass Franz Xavier bereits herausgefunden hatte, dass die Japaner nicht zwischen Anführungsstrichen wussten, dass die Erde rund war, dann ist das für mich ein weiteres Beispiel dafür, dass die Erde eben wahrscheinlich nicht rund ist. In diesem Fall ein Ball ist. Ich denke, dass das ist, was der Autor hier im Grunde damit aussagen wollte. Es geht nicht um rund oder eckig, es geht um flach oder um kugelförmig. Aber ich werde mich hier jetzt nicht zu weit rein vertiefen, aber ich finde das eine sehr interessante Aussage hier auf der Seite in diesem Buch. Nun, in China wurde es offiziell und da die Chinesen nicht fanatisch waren, entwickelten sich die Dinge friedlich. Ein Italiener, Pater Riccius oder Matthäus Riccius, der lebte zwischen 1552 und 1610, war dessen Initiator. Auf seinem Weg nach Peking hatte er vor den chinesischen Wissenschaftlern die Funktion eines Astronomen. Astronomie und Mathematik bildeten einen wichtigen Bestandteil chinesischer Institutionen. Diese Wissenschaften versetzten den Herrscher in die Lage, ihre verschiedenen jahreszeitbedingten religiösen und zivilen Zeremonien bestimmen zu können. Riccius lieferte Informationen, die ihn unentbehrlich machten, und nutzte die Gelegenheit, um über das Christentum zu sprechen. Er schickte zwei Patres, die eine Harmonie zwischen dem Lauf der Gestirne und irdischen Ereignissen begründend, den traditionellen Kalender überarbeiteten. Riccius half gleichermaßen mit geringeren Arbeiten. Er zeichnete zum Beispiel eine Wandkarte des Kaiserreichs, wo er gewissenhaft China in die Mitte des Universums stellte. Mit anderen Worten, er sagt denen, was sie eben gerne hören möchten. Dies war in jenem himmlischen Reich die Hauptbetätigung der Jesuiten. Was die religiöse Seite ihrer Mission anbelangte, so war das Interesse hieran unbedeutend. Es ist schon amüsant zu bedenken, dass die Patres in Peking dabei waren, die astronomischen Fehler der Chinesen zu korrigieren, während der Heilige Stuhl in Rom beharrlich das kopernikanische System verdammte, und das bis zum Jahre 1822. Trotz der Tatsache, dass die Chinesen eine nur sehr geringe Neigung zum Mystizismus hatten, öffnete im Jahre 1599 die erste katholische Kirche in Peking. Als Riccius starb, wurde durch einen Deutschen, Pater Schall von Bell oder Johann Adam Schall von Bell, zwischen 1592 und 1666 einen Astronomen ersetzt, der auch einige bemerkenswerte Schriften in chinesischer Sprache herausgab. Im Jahre 1644 erhielt er den Titel Präsident des mathematischen Tribunals, was unter den Mandarinen, das sind hohe chinesische Beamten, Neid hervorrief. In der Zwischenzeit organisierten sich die christlichen Gemeinschaften selbst. Im Jahre 1617 musste der Kaiser die Gefahren des friedfertigen Eindringens vorhergesehen haben, als er die Ausweisung aller Ausländer verfügte. Die lieben Patres wurden in Holzkäfigen zu den Portugiesen nach Macau geschickt, nicht lange danach aber wieder zurückgerufen. Waren sie doch derart gute Astronomen! Was sagt denn die Bibel über Astronomie, über Astrologie? Ja? Teufelswerk. Mit 41 Residenzen oder Kollegien in China, 159 Kirchen und 257.000 getauften Mitgliedern waren sie als Missionare im Grunde genauso gut. Doch ein erneuter Widerstand gegen sie verlangte ihre Ausweisung, und Peter Schall wurde zum Tode verurteilt. Dieses Urteil hatte er wohl nicht nur entgegennehmen müssen für seine Bestätigung in Mathematik. Ein Erdbeben und der Brand des Kaiserpalastes, geschickt dargestellt als Zeichen himmlischen Zornes, retteten ihm das Leben, und er starb 2 Jahre später eines friedlichen Todes. Seine Mitstreiter aber mussten China verlassen. Zitat: Indes ihr Ansehen war so fest gegründet, ihre Partei so stark, dass Kaiser Kangi schon 1669 sich veranlasst sah, sie wieder zurückzurufen und dem Yo Wam nachträglich ein feierliches Begräbnis zu dekretieren, anzuordnen. Yo Wam, also Tang Yo Wang, das ist Johannes Adam Schall. Diese ungewöhnliche Ehrung war jedoch nur der Anfang von einer ganzen Reihe
hoher Auszeichnungen. Ende Zitat aus dem Buch von Böhmer. Ein belgischer Pater, Hochburg der Jesuiten, kann ich leider immer nur wieder sagen, ja, Verbiest, das ist ein der Niederländer Ferdinand Verbiest, 1623, das waren damals noch spanische Niederlande, ab 1790 vereinigte belgische Staaten, naja, und ab 1830 gab es dann ja eigentlich wirklich das Belgien, also deswegen sprechen wir jetzt von einem Belgier. Der belgische Pater Verbiest folgte Schall im Vorsitz der Missionierung und auch des kaiserlichen mathematischen Amtes. Er war es, der Pekings Observatorium jene berühmten Instrumente gab, deren mathematische Genauigkeit hinter Chimären, Drachen etc. verborgen liegt. Kangxi, der aufgeklärte Despot, der 61 Jahre lang regierte, schätzte die Dienste jenes Wissenschaftlers, der ihn weise beriet, ihn in den Krieg begleitete und sogar eine Kanonengießerei leitete. Doch sollte diese weltliche und kriegerische Tätigkeit ad majorem Dei gloriam gereichen, ne? Zur Glorie Gottes heißt das, ne? Wie der liebe Pater den Kaiser in einem kurzen Brief erinnerte, den er ihm vor seinem Tode sandte. Zitat: Majestät, ich sterbe glücklich, da ich nahezu jeden Augenblick meines Lebens dafür verwendete, euch zu dienen. Doch ersuche ich ihn in aller Demut, nach meinem Tode daran zu denken, dass es in allem, was ich tat, mein Ziel war, einen Schutzherrn der heiligsten Religion des Universums zu erlangen. Und besagter Schutzherr sind Sie, der größte König des Ostens. Ende Zitat. Aus Verbiest, Briefe, publiziert in Brüssel 1931, Seite 551. In China wie in Pfefferland, das ist heute die Malabarküste, da geh dahin, wo der Pfeffer wächst, in China wie in Pfefferland konnte diese Religion jedoch nur mit etwas List überleben. Die Jesuiten mussten die römische Lehre auf die chinesische Ebene bringen. Gott mit dem Himmel oder dem Shang-Ti gleichsetzen, also dem Kaiser aus der Höhe. Katholische Riten mit chinesischen Riten harmonisieren, konfuzianische Lehren, Ahnenkult akzeptieren, etc. Papst Clemens XI., dem von konkurrierenden Orden darüber berichtet wurde, verurteilte diesen lehrmäßigen Laxismus und die ganze Missionsarbeit im himmlischen Reich brach infolgedessen zusammen. Die Nachfolger Kangxis verboten das Christentum und die letzten in China verbliebenen Patres starben dort und wurden dann nicht mehr ersetzt. So, wir lassen jetzt den gerade eben gelesenen Teil dieses Buches hinter uns, wo es um Indien, China und Japan ging und die Mission der Jesuiten in der Zeit, und wenden uns nächstes Mal Kapitel 2 in Abschnitt 3 zu, die Amerikas, der Jesuitenstaat Paraguay. Und das möchte ich jetzt nicht mehr machen, weil wir schon fast eine Stunde beschäftigt sind mit der Lesung dieses prächtigen Buches von Edmond Paris, Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Und der Jesuitenstaat Paraguay sehr wichtig ist, weil es da um die Reduktiones geht. Aber wie gesagt, das werden wir nächstes Mal besprechen. Aber das ist mir zu wichtig, als ich das jetzt hier versuchen würde, in 10 Minuten oder so reinzuquetschen, um eine knappe Stunde mit dem Video hinzukommen. Von daher, mit Intro und Outro bin ich hier auch auf einer knappen Stunde und belasse ich es hierbei. Ich hoffe, dass es weiterhin interessant ist für euch, und natürlich, ihr habt gemerkt, der Anfang ist ein bisschen anders. Ich habe jetzt ein Intro und ein Outro zu dem Video, das wusste ich vorher nicht, dass ich das habe, also mache ich mir die Einführung des Videos immer ein bisschen kürzer, weil ihr wisst, worum es geht, weil es ja ein Intro-Video gibt, das ich vorher nicht wusste, dass ich das machen würde. Mit meinem Bruder Brad Norman, dem ich herzlich danke für seine Arbeit, dass er das gemacht hat. Gut. Soweit also bis heute in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten, die Auslandsmissionen der frühen Jesuiten, Japan, China und Indien. Hauptsächlich haben wir einen Jesuitenpater kennengelernt, Francis Xavier, Mitbegründer des Jesuitenordens zusammen mit Ignatius von Loyola und, wie gesagt, meiner Überzeugung nach, Namensgeber von dem heutigen, zumindest im Augenblick 2016, wo ich diese Aufnahme mache,
von dem heutigen regierenden weißen Papst Franziskus. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren. Möge Gott euch behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Juggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government. That cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of a Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout these 500 years, they've been in preparation in through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.